Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play Enter Crusader Kings 3. Und ja, Disco Elysium ist immer noch auf Halt. Es wird, glaube ich, auch erstmal noch ein paar Tage so bleiben, bis ich mir da sicher bin, was ich mache. Und ich möchte auch bei Stellaris und Crusader Kings weiterkommen. Zudem habe ich mir gedacht, wenn ein Format bzw. ein Let's Play eventuell erstmal pausiert oder wegfällt, ich bin mir da immer noch nicht sicher, habe ich vielleicht auch mehr Zeit, andere Videos noch zu machen. Schauen wir alles mal. Es ist alles noch in Bewegung hier auf meinem Kanal, bis ich die richtige Formel, wie auch immer, gefunden habe. Aber genug davon, starten wir ins Spiel. Zurück bei Herzog Christopher II. In Angria. Der zwar geschunden wirkt, also verletzt ist, aber siegreich war gegen die aufstrebenden Vasallen. Und, ups, wo ist mein Land? In Angria herrscht erstmal mehr oder weniger Frieden. Wurden überfallen. Entschuldigung, mein Verhaspeler. Und natürlich nie gut. Aber das kriegen wir schon alles hin. Ansonsten, was haben wir denn hier? Niedrige Haltbarkeit, niedrige Kontrollen haben wir in mehreren Gemeinden. Oldenburg, Minden und Stade. Ich bin jetzt aber gerade in Hamburg. Ja, das muss irgendwie so gehen. Wir haben mächtigen Vasall, der Ratsposten erwartet. Und zwar Gräfin Sophia, die mich überhaupt nicht mag. Ich verstehe auch gar nicht, warum die überhaupt noch mein Vasall... Achso, weil ich hier nicht alles abnehmen konnte, genau. Kann sie denn besonders irgendwas besonders gut? Ja, ich könnte sie als... Ratsmarschall, aber warum sollte ich die noch belohnen? Dafür, dass die mich hintergangen hat. Was würde das denn kosten? Für die 20 Meinung. Ich möchte einen Satz im Rat. Achso. Ich hatte schon geguckt, ob der noch was anderes kann, ne? Ja, er ist leider kein Bischof. Das wäre natürlich optimal. Ist nämlich ein sehr gebildeter Mensch. Aber das bringt uns nichts. Gut, dann müssen wir das erstmal so lassen. Ansonsten... Kohle... Naja, könnte besser sein. Muss ich, glaube ich, auch mal wieder irgendwas machen. Und zwar... Jagdveranstalten, um auch die Anspannung ein bisschen runterzubringen. Und die ist auch relativ günstig, glaube ich. 47 ist da. Ja, das können wir dann machen. Und können wir noch irgendwas ausbauen? Stade vielleicht. Aber da ist nichts mehr. Achso, hier wird Cuxhaven gebaut. Dauert aber noch 16 Monate. Gut, dann lassen wir das jetzt mal noch laufen. Verbotene Beute. Wilderer, hier in den Wäldern des Grafen. Sie kauern eng beieinander, als ich mit meinen Wachen zu ihnen reite, und verbergen damit kaum das tote Tier hinter ihnen. Füchse sind dem Adel vorbehalten. Das waren wir nicht, euer Gnaden. Ihre Klingen und Bögen strafen zu lügen. Okay, dann können wir jetzt gucken, was wir machen. Wir können sie entweder hängen. Und Grafschaft von Dithmarschen erhält 10 Jahre Wilderer bestraft. Oh, erhöht die Besitztumsteuern, aber die Volksmeinung ist gesenkt. Grafschaft von Dithmarschen. Volksmeinung ist jetzt bei 15. Ja, das ist nicht so gut.
Hier scheinen meinesamt hervorragende Schützen zu sein. Wir erhalten 10 Jahre lang wilde Ausbildung. Kampfgeschick plus 2. Das ist ja natürlich gar nicht mal schlecht. Ja, ich glaube, das mache ich. So. Oh, schon Rückkehr aus der Wildnis. Die Jagd nähert sich im Ende. Wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns, während die Diener unsere große Beute und anderweitig erlegtes Wild für die Rückreise vorbereiten. Trotz aller Schwierigkeiten lief die Jagd sehr gut. Wir kehren gestärkt nach Hause zurück. Wir erhalten 150 Prestige und die Jagd endet. Gut. Hier haben einen neuen Bildungsvorzug. Sanktionierte Schlupflöcher. Ihr könnt die Anspruch kaufen, Interaktion verwenden. Oh. Eine Neuübersetzung. Mehr als alles andere lehrte mich meine Mission, ein gebildeter Mensch zu werden, wie viel ich doch nicht weiß. Und es muss noch so viel Wissen geben, das dem Zahn der Zeit zum Opfer fiel, als Bücher verrotteten oder Sprachen in Vergessenheit gerieten. Vielleicht könnte ich ja meinen Beitrag leisten, indem ich eine Neuübersetzung eines Klassikers anfertige. Obwohl, was würde ich überhaupt übersetzen? Ja, schauen wir mal, den wissenschaftlichen Klassiker Aristoteles Physica. Wir erhalten Buchübersetzung, Bildung plus 1. Das Divan al-Filhar, ja, ist auch Buchübersetzung, klar. Und das klingt mir zu schwer. Ja, natürlich die Physiker. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was das Divan al-Filhar ist. Außerdem kann ich so vielleicht auch Punkte sammeln bei meinen Mitbürgern. Recht zufrieden. Meine Tochter Margarete möchte seit langem nur noch eines. Ein Holzschwert. Ich habe ihr gesagt, dass ich ihrem Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde, wenn sie sich mehr auf ihre Studien konzentriert. Sie antwortete, dass sie mit seiner derzeitigen Hingabe an ihre Studien zufrieden sei. Belohnung hin oder her. Wir alle müssen lernen, mit unserem Los im Leben zufrieden zu sein. Ja, das ist doch in Ordnung. Und ich kriege keine Anspannung, das ist immer gut. Ich habe ja schon, warum auch immer, ist doch echt ein Arsch. Ja, einen Selbstmordversuch unternehmen wollen wir nicht. Die andauernde Arbeit an der Übersetzung von Physica Elementa ist kräftezehrend. Ständig muss man sich konzentrieren, ach, verstehen und kreativ sein, und ich bin ausgelaugt, als sich das Werk seinem Ende neigt. Nur noch ein paar Seiten heute Nacht und dann noch ein paar am Morgen. Ich krieg 34 Anspannungen. Die Übersetzungsgüte wird erheblich steigern. Ich muss mich vor allem anderer Blinden schützen, bis es vollendet ist. Ich erhalte 150 Prestige und wird etwas steigen. Ja, ich weiß, was ich gerade gesagt habe. Aber noch bin ich auf der ersten Stufe und deswegen ist das so schlimm noch nicht. ...36 ist der erste. Das kommt mir schon vor, als wenn der ewig da wäre. So viel wie schon los gewesen ist. Wer wird denn sein Erbe? Ah. Meine Wunde verheilt. Eine Neuübersetzung. Ich lasse mir meine Aufzeichnung zu meiner Übersetzung von Physica Elementa vorlesen als: Mein Fürst, bitte verzeiht, aber seid ihr gerade eingeschlafen? Grundgütiger, dieser Klassiker ist unerträgliches Geschwafel. Dennoch werde ich mich zwingen, die Sache zu Ende zu bringen. Meine Gelehrten können einen größeren Teil der Verantwortung übernehmen. Ja, ich kann mir ruhig meine Pause gönnen. Wird unverändert bleiben, ein bisschen habe ich die schon gesteigert. Was wollt ihr denn schon wieder? Graf Ludwig ist beeinflusst, 25 Meinung. Hat immer noch minus 26. Seid gegrüßt, Cousin. Es würde mich entzücken, wenn Tochter Stefania von euch meinen Hof in Osnabrück besuchen könnte, um ihre Gleichgestellten zu treffen. Ich hoffe, sie nimmt teil, denn sie würde mir fehlen, wenn sie nicht käme.
Gezeichnet Herzog Thomas von Westfalen. Natürlich wird sie da sein. Gräfin Adila. Ich trinke allein in der Taverne, als ich plötzlich sehe, wie sich meine Freundin Gräfin Adila an einen anderen Tisch setzt. Verdammt. Rasch begebe ich mich hinüber und wir verbringen den Rest des Abends damit, uns zu betrinken. Sie weiß wirklich, wie man Spaß hat. Trinkt aus. Ich verlieh 24 Anspannung, sehr gut. Und Gräfin Adila wurde meine Freundin. Das ist doch schön. Wie sieht denn das da beziehungsmäßig überhaupt aus? Mündel habe ich zwei und zwei Freunde. Gräfin Adila, ja klar, und Theoderik. Okay. Rivalen habe ich zurzeit nicht. So, mein Erbe wollte ich gucken. Ist Oberbürgermeister Markus von Hamburg. Ist 14 zurzeit. Auch gebildet. Gibt es hier denn schon irgendwas? Herr von Avila. Ne, das ist hier viel zu weit weg. Alpsee müsste Österreich wahrscheinlich sein. Ja, bei Innsbruck. Das ist nicht so weit weg. Grafschaft von Fulkir. Das ist ein bisschen weiter unten. Das ist alles Fulkir. Porto, ja, ist klar. Das ist Portugal. Grafschaft von Albi. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Gegen wen sammeln die sich da eigentlich? Immer noch gegen meinen Lehnse den Krieg. Eine neue Übersetzung. Meine Übersetzung von Physica Elementa geht voran, aber ein Abschnitt der Version, die ich als Quelle nutze, lässt mich innehalten. Meine Schreiber bestehen darauf, dass die Worte auf der Seite, als wir zwei Füße halten und geistesaufstrebende Klingen von Jäger bedeuten. Das kann doch nicht stimmen, oder doch? Ja, ich habe hier meinen Bildungs... Ich erhalte 75 Prestige und die Übersetzungsgüte wird erheblich steigen. Das kommt, weil ich so ein schlaues Kerlchen bin. Mein Kind, Stefania, kehrt zurück. Na gut, ich bin auch recht schlau. Mit 27, das ist schon... Eine geheime Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Mein Vasall Graf Fatun soll eine Affäre mit seiner Affäre logischerweise Betarada gehabt haben. Ich weiß nicht, was dieses aufheben soll. Lust ist schließlich keine widernatürliche Krankheit. Haben wir denn nicht Wichtigeres zu tun? Ja, Graf Fatun erhält die Eigenschaft Ehebrecher, das Normale. Die verlieren 60 Meinungen von Graf Fatun, Betarada und bla. Die Eheleute halt. Ida Bildung hat einen Spruch auf Grafschaft von Geldern. Stunden am Stück arbeite ich im flackernden Licht der Kerze an der Übersetzung von Physica Elementa. Oft fällt mir kaum auf, wie die Zeit vergeht. Meine Schreiber erinnern mich jedoch daran. Mein Fürst, es muss schon nach Mitternacht sein. Ist es nicht Zeit, sich auszuruhen? Nein, wir müssen fortfahren. Die Übersetzungsgute wird steigern. Die Übersetzung wird schneller fertiggestellt. 50 Lebens- und 17 Anspannung. Ja, das geht ja noch. 17 Anspannung. Geht ja. Königin Ute. Aber was für eine Fraktion? Graf Arbert hat eine Fraktion, die Graf Arbert von... Ja, die will ja den auf dem Thron, habe ich auch nichts von. Eine hervorragende Übersetzung. Wupp, wupp. Meine Übersetzung von Physica Elementa ist endlich abgeschlossen. Meine Worte ruhen auf wunderschön verzierten Seiten, geschützt von einem prächtigen Deckblatt, das der Bedeutung des Werkes angemessen ist. Der Foliant hat seinen Ehrenplatz in meiner Bibliothek. Und jeder Priester, der ihn liest, ist höchst beeindruckt von meinen Schaffen. Einige sprechen bereits davon, sich selbst Abschriften anfertigen zu lassen. Wow. Die Anstrengung hat sich gelohnt, denn ich habe viel gelernt. Ich erhalte 10 Jahre lang versierte Übersetzer. Ich habe, dieser Charakter hat eine angesehene Übersetzung eines antiken Werkes angefertigt. Frömmigkeit plus 1, Prestige plus 0,2 und Meinung von Klerus plus 10. Ich halte einen Bildungslebenswandelsvorzugsfreischaltung und ich verliere Buchübersetzung. Sehr schön. Gute Graf.
Bei einem Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen ergeben sich Gelegenheiten, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch mein Onkel Graf Ludwig ist. Mein Fürst, so sagt mir, wer ist der elegante Mensch, von dem ihr je gehört habt? Gerade Ludwig, kein Zweifel. Ja, dann kann ich die 75 hier einsetzen und hier ein bisschen Schleim. Graf Ludwig natürlich. So. Gelehrter. Ich erhalte die Eigenschaft Gelehrter. Bildung plus 5. Feindseliges Komplott-Erfolgschance plus 10. Persönliches Komplott-Erfolgschance 10%. Und Entwicklungszuwachs plus 15%. Ja, Frechheit, nicht wahr? So, und jetzt kann ich überlegen. Mache ich weiter mit der Bildung? Oder gehe ich auf Verwaltung? Und hole mir erstmal hier ein bisschen noch ein paar Perks. Ja, ich glaube, das mache ich. Und ich kann ja meine Frau, wie sieht die bei Domänenverwaltung? Ja, nur plus 3. Ja, gut. Weg, Fliege. Ja, Entschuldigung, hier nervte gerade eine kleine Fliege rum. Dorfzentrum in Cuxhaven gebaut. Sehr schön. Dann können wir hier bauen. Ja, fangen wir an mit Höfen und Feldern. Genau. Oder? Kasernen, Armee, Zünfte, Handelshafen. Und Handelshafen wäre am Anfang. Naja, jetzt muss man sich das ja auch verpflegen können, versorgen können. Deswegen Höfe und Felder. 3 Jahre verbleibt. Sehr schön. Ja, das ist doch gut. Sehr, sehr gut. Dass die da hier rummarschieren oben bei mir, das ist eher nicht gut. Aber was sollen sie machen? Das gehörte mal mir. Graf Ludwig, oui. Moment. Wenn mein Nachbar der Herrscher gewann Krieg, eure Nachbarin Herzogin, also meine Nachbarin Herzogin Wilhelmine hat einen Krieg gewonnen, der Verlierer Graf Rathold von Ansbach. Krieg gegen die Tyrannei von Herzogin Wilhelmine. Meine Fraktion hat sich aufgelöst gegen mich und Graf Ludwig ist jetzt beeinflusst. Sehr gut. Plus 10. So, ich will überfahren von 1300 Leuten. Haut doch nicht ab. Oh. Hingabestufe erhalten. Hingabe für den Glauben. Wir haben die 30 geplünderte Beute, 30 Gold wieder geschafft. Sehr gut. Wir haben 398 Leute schon wieder verloren. Die 485. Graf Ludwig von Dithmarschen hat gut reingehauen. Graf Fortun, der mag mich gar nicht. Ja, was soll ich mal machen? Euer Nachbar, also mein Nachbar König Eustache, hat gegen meinen anderen Nachbarn Oberhäuptling Rarfen einen Krieg gewonnen. Religionskrieg um Häuptlingstum von Riebe. Ja, meine Armeen auflösen.
Sehr gut. Kleine Ufer sind fährt. Also, ich will mal machen, wa? Schlecht. Kann man nicht hier auch? Konnte man nicht hier auch suchen? Nachsuchen? Suche wählen. Mal gucken. Hofarzt. Radomila ist in gelehrten Kreisen weiter bekannt. Ich werde seit 85. Gold muss ich an sie zahlen. Und sie wird mein Herr Hofarzt. 15. 7. Ja. Machen wir das mal. Ja, kostet zwar viel, aber was ist zu machen? Ein hartes Urteil. Ein gemeiner Dieb wurde zum Tode verurteilt. Ich wollte wissen, was meine Tochter Margarete darüber dachte und erkundigte mich nach ihrer Meinung. Sie antwortete, dass das Urteil deutlich zu hart gewesen sei für ein derartig geringes Verbrechen. Genau, die Strafe war dem Verbrechen der Tat nicht angemessen. Gerecht. Ja, ich mag halt einfach den Perk gerecht. Also, gerecht ist immer gut. Meine Königin wurde fest eingekerkert. Oh Mann. Von Sterkrem von Westfalen. Okay. Oh Mann. Verarsch mich nicht. Ja, ich könnte mich da jetzt, ja, gibt's keine, kann ich mich nicht, Alter, kann ich mich da nicht irgendwo, nee, hey, hier geblieben. Da wird belagert. Ach, die marschieren weiter nach unten. Nehmen wir wahrscheinlich gleich die Hauptstadt ein. Wäre natürlich clever. Markus wird erwachsen. Nun, da er erwachsen ist, endet meine Ausbildung von Markus. Mit der richtigen Anleitung kann sogar ein Kind wie Markus, das kaum ein natürliches Talent für die Gelehrsamkeit zu haben scheint, doch ein echtes Verständnis für jedes Thema erlangen. Er hat immer eifrig gelernt und ist ein richtiger Gourmand des Wissens geworden. In letzter Zeit hat er auch bewiesen, dass er fortschrittliche theoretische und theologische Argumentationen verfassen kann. Schmerz jedoch Flüge werden. Und bekommt scharfsinnige intellektuelle Bildung plus 6 und 30% Lebenshandelerfahrung. Ja. So, mein Sohn. Herzogtum von Barcelona, ja, aber das ist halt, und die ist auch zu alt. Also, ne, nicht, dass 27 jetzt alt ist, aber Grafschaft von Fürstenberg. Aber die ist so schön mit mir verwandt. Na, da, mag ich ja. Eieieiei, Tollner. Das ist da ganz am Arsch, also nicht am Arsch der Welt, aber... Ehrlich sadistisch. 203, ja, muss das halt gehen. Ist jetzt auch nicht so war. Ja gut, schon. Aber da gibt es ja wahrscheinlich die Flüsse. Da kriegen wir schon hin. Graf Ludwig ist beeinflusst, hat jetzt 35 schon. Was ist hier? Verbrecher können eingekickert werden. Ja, ich hab den ja. Heiratet er gleich. Artefakte. Wachtelhaarschalen. Noch 7 Jahre. Und die Statue eines Heiligen. Noch 19 Jahre. Was kostet das denn? 38. Oh Mann.
Graf, an den bescheidenen Christopher. Allzu gerne nehme ich die vorgeschlagene Heirat an. Euer Sohn und Erbe Markus und meine Schwester Miroslava gehen den Heiligen Bund der Ehe ein. Möge St. Brigida diesen Bund segnen. Gezeichnet Graf Stradoslav von Etolna. Ausgezeichnet. Ich sehe, ist das Problem auch erledigt. Was machen die? Was sind doch in Fulda. Ja, mit 6000 Leuten, was soll ich da machen? Ja, ich möchte meine Truppen auch nicht für einen blöden Krieg aufgeben. Ich. Kassel wird jetzt auch schon belagert. Ach, denn ihr geht hoch. Du haut mir alles weg hier. Verdammte Axt. Oh Mann. Ja, was macht man denn da? Ich will meine Leute auch nicht. Um was geht's denn überhaupt? Ach, das ist Befreiungskrieg. Was würde passieren? Die Lehnsautorität von Königreich von Ostfrankreich wird um eine Stufe verringert und Königin Otto schuldet jedem Mitglied der Freiheitsfraktion einen Gefallen. Okay. Bemerkenswerter Gast ist eingetroffen. Renaud de Milly hat Erfahrung im Kampf. Waldeck wurde belagert, wird belagert, Vasall wurde gefangen genommen, na geil. Graf Fortun wurde gefangen genommen. Leute! So nicht. Beide da bitte hin. Oh Mann. Paderborn wird belagert, ja, super, ich weiß. Die befallen, da sind wir gerade. So, wir konnten wieder 30 Geld zurückerobern. Zieht ab. So, Mündel profitiert von Unterweisung des Ehepartners, das ist auch immer gut. So, 230 Leute haben wir verloren und die mit 238, aber der hatten halt weniger. Ne? Und wieder Graf Ludwig von Dithmarschen. Was kostet das? 75. So, bei dem habe ich jetzt wie viel? 34. Oh, noch einen Durchgang. Könnt ihr nicht weiter nach unten gehen? Ja, steigen. Eine Nase für Schnäppchen. Während ich einen kleinen Spaziergang mache, sticht das Geschrei eines Händlers in all dem hektischen Treiben hervor. Seid mir gegrüßt, Herr. Ich habe eine vorzügliche Auswahl an Waren, sofern ihr die nötigen Münzen habt. Der Stand des Händlers quillt wahrlich über von Tant und Krimskrams. Als geübter Käufer für edle Waren fallen mir ein paar echte Schmuckstücke in allem Schnickschnack auf. Die Details des Schmuckstücks faszinieren mich. Einfach mal probieren. 20 oder 45? 45. Ah, ja, lavendelfarbene Jadeanhänger. Was bringt der? Monatliche Frömmigkeit. Ja gut. Ja. Ihr seht ja, wie viele Leute hier sind. Es wäre halt schwachsinnig, da in den Krieg einzugreifen. Und ich möchte ja auch vielleicht
komme ich damit meiner Unabhängigkeit auch näher. Wenn ich damit nicht alles verliere, ist das natürlich, ne? Naja, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da, ein Abo wäre nice und teilt das Video, wenn ihr möchtet. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Tobi.